Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war wieder ein paar Tage unterwegs, habe ein paar schöne Aufnahmen mitgebracht. Zwar war ich wieder im Teutoburger Wald, das ist ja mein Lieblingsrevier sozusagen, weil ich da ja quasi wohne. Aber ich war da mal in der Wistinghausener Senne. Das liegt so zwischen Paderborn, Detmold und Bielefeld. Ein kleiner Bereich ist mal separiert. Dort ist ein Naturgroßprojekt und dort gibt es schottische Hochlandrinder. Da war ich halt drin, habe ein paar Tage gefilmt, alles zusammengeschnitten. Den Film, ja, fängt gleich an. Das Schöne an diesem Gebiet ist halt, dass da so große Koppeln sind, wo man dann halt die Tiere beobachten kann. Aber man kann auch dann in verschiedenen Koppeln Tor aufmachen und selber reingehen. Aber immer schön Abstand halten. 25 Meter Abstand sollte man wohl halten. Man kann auch einen Hund mit reinnehmen, aber immer schön an der Leine lassen. Verhaltensmaßregeln stehen bei den Eingängen auf so separaten Schildern. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich war halt mehrere Tage da, zum Teil auch mal kurz im Schneesturm. Ich würde sagen, schaut euch in Ruhe den Film an. Viel Spaß dabei. Und zum Schluss erkläre ich dann noch, wo was zu finden ist und so. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon mal auf den Daumen hoch und auf den Abo-Knopf. Ansonsten schaut euch den Film an. Er wird euch gefallen. So, man kann es vielleicht sehen, hinten am Weg, da liegen jetzt diese Hochlandrinder. Die sind in so einem riesen Gehege drin. Das Gehege ist wirklich riesig. Das Schöne ist, man kann da reingehen. Es gibt mehrere von diesen großen Gehegen hier. Muss mal gucken, dass man immer das Passende findet. Am besten, wie gesagt, einmal durchfragen und dann ja, sich ein bisschen auf Glück verlassen. Immer ein bisschen gucken, rechts und links. Ich hatte jetzt natürlich Glück oder Pech, dass sie jetzt direkt im Weg liegen hier oder auf dem Weg. So konnte ich natürlich jetzt schöne Fotos oder einen Film machen. Allerdings, ich hätte es lieber ohne den Weg gehabt, ein bisschen mehr Natur ist. Aber egal, ist einfach so, wie es ist. Bin ich auch froh, dass es nicht schneit oder regnet oder dass ich hier alleine bin. Okay. Ja, ihr seht, es ist schon ziemlich genial hier. Das so dicht dran an diese Gehörnten kommt man selten.
Hi. Ja, grüß dich. Ja, die Beschilderung auf dem ganzen Gelände ist eigentlich sehr gut. Man kann da wirklich sich nachrichten. Zwischendurch gibt es auch wieder diese Ausruhemöglichkeiten. Hier von dieser Bank hat man wirklich einen sehr schönen Blick auf den Flughafen bzw. Landebahn und Startbahn. Da kommt auch gerade so ein Flieger rein. Ja, kenne ich nicht das Flugzeug, macht immer einen guten, soliden Eindruck. Alles klar. Ja. Auf der anderen Seite von dem Flugplatz, wie gesagt, nur durch diesen Weg getrennt, ist man schon im Naturschutzgebiet mit den Tieren und allem drum und dran. Da ist der Tower von dem Flugplatz. Ja, da gibt es unten ein Restaurant, wo man auch sehr gut essen kann, mit einem schönen Biergarten und Blick auf die Landebahn und alles. Auf der anderen Seite vom Teutoburger Wald ist dann noch der Bienenschmied, ein gutes Waldrestaurant, wo man auch wieder sehr gut essen und trinken kann. Hallo, hier ist eine von diesen Informationstafeln, die es halt überall in der Sende gibt hier. Ich parke meistens hier unten an der Ecke und da habe ich kurze Wege rein ins Gebiet. Hier sind diese Wanderwege eingezeichnet. Und die meisten Videos habe ich einmal in der Schaukoppel gemacht, in dem Bereich hier, und einmal hier oben, in dem Bereich, wo hier die Wege sich kreuzen. Da waren halt zum Zeitpunkt, als ich jetzt hier da war, die meisten Tiere. In diesen Koppeln sind ja nicht nur diese Ochsen, sondern auch Pferde, beziehungsweise genau gesagt das Exmoor-Ponys. Die sind halt ein bisschen robuster als die normalen Pferde, die halt so ja, andere Sachen machen. Das sind speziell welche, die sind auch dann immer draußen bleiben können. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Frühstück. So, im Grunde war es das. Ich bin jetzt hier so ein paar Stunden durch die Sende gelaufen. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst werde ich noch weitere, ja, so Highlights fotografieren bzw. filmen, die wir hier in Ostwestfalen-Lippe und vor allem auch im Teutoburger Wald haben. Da geht es halt immer mal los, dass ich mit der Kamera und Sam durch die Gegend ziehe und ja, euch da diese schönen Gegenden zeigen werde. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein Frühstück und bis zum nächsten Mal. Ciao.